Hallo und herzlich willkommen zum fünften Tag der diesjährigen Klassikerwoche. Die liebe Sophie vom Kanal Verstand hat die vierte Klassikerwoche auf YouTube ausgerufen und hat eine Reihe von Booktuber und Booktuberinnen eingeladen, Videos zum Thema Klassiker zu drehen. Die Klassikerwoche läuft vom 11. bis zum 31. Oktober und ich bin heute am 15. dran. Und darüber freue ich mich sehr und möchte mich auch noch einmal ganz herzlich bei Sophie bedanken, dass sie mich eingeladen hat, mitzumachen. Sophie hat uns völlig freigelassen, was für Videos wir drehen, und die Idee hinter meinem Video hier ist, dass ich gerne einen Klassiker vorstellen wollte aus einem Teil der Welt, von dem ich noch nicht so viele oder vielleicht noch gar keine Klassiker gelesen habe. Denn ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich stelle fest, dass ich in meinem Leben als Leserin natürlich sehr viele deutsche Klassiker gelesen habe, klar, weil ich aus Deutschland komme, aber auch sehr viele britische und US-amerikanische Klassiker, weil die irgendwie so zu uns rüberschwappen. Ja, und dann vielleicht noch einen Russen und noch ein paar andere Europäer. Tatsächlich auch den einen oder anderen Südamerikaner. Aber in großen Teilen der Welt sieht es sehr mau aus, was so die Klassiker angeht, die ich gelesen habe. Ja, und deswegen wollte ich gerne mein Lesen ein bisschen diversifizieren und habe überlegt, was für ein Buch ich für dieses Video lesen könnte aus einem Teil der Welt, wo ich eben die Klassiker noch nicht kenne. Und die Wahl ist dann letztendlich gefallen auf Alles zerfällt von Chinua Achebe, was ein afrikanischer Klassiker ist. Das hier ist eine Ausgabe, die im Fischer Verlag erschienen ist und sie enthält ein Vorwort von Chimamanda Ngozi Adichie und ist aus dem Englischen übersetzt von Uda Strädling. Chinua Achebe wurde 1930 in Nigeria geboren und starb 2013 in Boston. Er schrieb nicht nur eine Reihe Romane, sondern unter anderem lehrte er auch an verschiedenen Universitäten in Nigeria, in den USA und in Großbritannien. In seinen Äußerungen und auch in seinem Werk kritisiert er immer wieder Verletzungen der Menschenrechte oder auch die Politik und das Wirtschaften in seinem Heimatstaat und machte sich damit bei der nigerianischen Regierung recht unbeliebt. Seine Romane wurden in ca. 50 Sprachen übersetzt und Alles zerfällt hier ist der meistgelesene Roman eines afrikanischen Autors. Er gilt als sehr richtungsweisend für die weitere Entwicklung der afrikanischen Literatur und hat damals, als er 1958 das erste Mal erschien, dem afrikanischen Kontinent gewissermaßen eine literarische Stimme gegeben. Der Roman schildert das Leben in einem traditionellen Ibo-Dorf am Ende des 19. Jahrhunderts und im Mittelpunkt der Handlung steht Okonkwo, ein Mann, der sich aufgrund seiner Ringkünste und seiner Kraft und seiner Stärke und Härte den Ruf eingehandelt hat, ein sehr angesehener, hoher Mann in seinem Dorf zu sein. Das ist ihm auch sehr wichtig, vor allem deshalb, weil er meint, das Versagen seines Vaters wieder wettmachen zu müssen, der als sehr fauler Mann galt, Zeit seines Lebens und im Grunde nichts zustande gebracht hat, außer einen großen Haufen Schulden anzuhäufen. Ja, und wir folgen dem Leben in diesem Dorf. Okonkwo selbst hat drei Frauen und zahlreiche Kinder, was nicht unüblich ist. Und wir folgen so den Streitereien, denen es gibt zwischen den Dörfern, den Familienangelegenheiten, Festlichkeiten, festlichen Ritualen und ganz wichtig den Anbau der Yamswurzel, was so das wichtigste Grundnahrungsmittel ist, und deren Aussaat, Ernte, Bestellung der Felder etc. bestimmt den ganzen Jahresrhythmus in diesen traditionellen Dörfern, und damit eben auch die Regenzeit und die Trockenzeit sind auch sehr bestimmend für den Jahresrhythmus, weil man sich eben danach richten muss, um zu wissen, wann man aussät, wann man erntet und so weiter. Großen Einfluss auf das Alltagsleben in diesem Dorf hat auch der Glauben der Menschen an verschiedene gute oder böse Geister, an verschiedene Gottheiten. Es gibt verschiedene Rituale, die abgehalten werden. Und es gibt auch Menschen in diesem Dorf, die als Seher, Priester oder Orakel fungieren. Und als solche können sie in Prophezeiungen den Willen der Götter erfahren und müssen diesen dann auch ausführen. Chinua Achebe schildert aber das Leben in diesem traditionellen Ibo-Dorf nicht nur in schönen, weichen Farben, sondern er stellt auch sehr ehrlich die Grausamkeit dieser Kultur dar. Denn es gibt einige Bräuche, die wir als grausam empfinden würden. Beispielsweise glauben diese Menschen, dass Zwillinge nicht leben dürfen, weil ihnen irgendein Makel anhaftet. Das heißt, wann immer eine Frau Zwillinge gebärt, werden die Säuglinge in den Busch gebracht und dort zurückgelassen, um zu verenden.
Außerdem ist es so, dass hier ein absolutes Patriarchat herrscht. Das heißt, die Frauen haben nicht wirklich etwas zu sagen. Es gibt mehrere Stellen, in denen Frauen verprügelt werden von ihren Männern. Es gibt auch eine recht interessante Szene, wo Okonkwo sich mit seinem Sohn unterhält. Und in diesem Dialog wird Männlichkeit sehr klar mit Gewaltbereitschaft gleichgesetzt. Also man muss gewaltbereit sein, um ein ganzer Mann zu sein, ist so ein bisschen die Aussage. Und tatsächlich ist die Vorstellung von Männlichkeit hier sehr toxisch und die Männer sind zum Teil bereit, schreckliche Gräueltaten zu begehen, aus Angst, als unmännlich zu gelten, wenn sie dies nicht tun. Auch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist mir eine Szene, in der eine junge Frau verheiratet wird. Diese Formulierung wähle ich so ganz bewusst. Sie wird verheiratet und nicht sie heiratet, sondern denn sie hatte quasi kein Mitspracherecht bei der ganzen Sache. Also diese Hochzeit ist so ein Deal, der ausgehandelt wird zwischen den männlichen Verwandten beider Familien. Da muss dann ein gewisser Brautpreis gezahlt werden etc. Und ja, sie hat da nicht wirklich was mitzureden. Sie darf allerdings bei den Verhandlungen das Essen bringen. Ich hatte hier beim Lesen durchaus den Eindruck, dass Chinua Achebe all das nicht neutral schildert, sondern auch durchaus kritisieren möchte. Denn sein Protagonist Okonkwo ist eine absolute, ja, Vorbildfigur für diese Männlichkeit und die traditionellen Vorstellungen des Dorfes. Er ist sogar sehr aufbrausend und aggressiv in seinem Bestreben, ein ganzer Mann zu sein. Und ihm werden aber andere Figuren wie als Gegensätze gegenübergestellt, als sollten diese so ein bisschen diesen aggressiven Männlichkeitsgedanken anfechten und diese Gewaltbereitschaft. Beispielsweise der älteste Sohn von Okonkwo. Ist es der älteste? Auf jeden Fall ein Sohn von ihm wird als sehr viel feinsinniger geschildert. Außerdem hat er eine Tochter, Itzinma, eine meiner Lieblingsfiguren aus dem Buch, von der Okonkwo mehrfach denkt, ach, sie ist so stark, sie hätte doch als Junge geboren werden sollen, sie wäre ein guter Erbe gewesen. Und außerdem gibt es den besten Freund von Okonkwo, der sehr viel nachdenklicher und reflektierter ist als er und durchaus so manche Gebräuche in Frage stellt. Es bleibt aber nicht nur bei der Schilderung der traditionellen Lebensweise in diesem afrikanischen Dorf, sondern es kommen dann auch weiße Missionare nach dort und erbauen ihre Kirchen und beginnen, die Menschen zum christlichen Glauben bekehren zu wollen. Also die Kolonialisierung beginnt. Und es wird auch sehr schnell klar, dass diese weißen Missionare nicht weniger grausam und gewaltbereit sind als die Ibo-Krieger. Das wird sehr klar gemacht. Wie sich das Ganze dort weiterentwickelt, ist sehr spannend, zwar schrecklich, aber auch sehr spannend zu verfolgen. Ich möchte nicht weiter auf den Inhalt eingehen, um euch nicht zu viel vorwegzunehmen, aber was das für Einflüsse hat auf die Ibo-Kultur, das könnt ihr euch vermutlich denken. Und der Titel Alles zerfällt ist ja auch kein ganz so dezenter Hinweis darauf, worauf das so hinführt. Ja, ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ich absolut begeistert war von diesem Buch. Also erstmal wissen viele von euch, die schon ein bisschen länger bei meinem Kanal dabei sind, dass ich mich sehr für Mythologie begeistern kann. Und die Art und Weise, wie Mythologie hier das Alltagsleben der Menschen bestimmt, die Geschichten, die sie sich erzählen, den Glauben, den sie haben, das fand ich sehr, sehr spannend. Das hat schon einen großen Teil meines Lesevergnügens ausgemacht, würde ich sagen. Diese Einblicke, die mir hier gewährt wurden in diese Kultur, das war super faszinierend. Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, als wäre ich ein bisschen belohnt worden dafür, dass ich divers lesen wollte. Also für mich persönlich war es jetzt einfach viel wertvoller, nicht den 15. Roman zu lesen, der in London des 19. Jahrhunderts spielt, sondern mal den ersten Roman, der in einem traditionellen Ibo-Dorf spielt, zu lesen. Also da habe ich viel bei gelernt. Das ist ungemein horizonterweiternd, hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es auch ist, divers zu lesen. Abgesehen davon, dass es verdammt viel Spaß macht, ne? Nicht jeder von uns kann nach Afrika reisen, um die Kultur dort kennenzulernen. Erst recht nicht können wir in ein traditionelles Ibo-Dorf an der Schwelle des 20. Jahrhunderts reisen. Aber mit Hilfe von Büchern können wir an jeden Ort der Welt zu jeder Zeit reisen, solange es Menschen gibt, die darüber geschrieben haben. Und das ist irgendwo der Zauber der Literatur, den ich mit diesem Buch noch einmal ganz besonders gespürt habe. Aber allein durch diese Einblicke in diese Kultur würde es für mich noch nicht zu einem großartigen Roman werden. Ein großartiger Roman ist es in meinen Augen wegen des Gesamtpakets, das hier geliefert wird. Wegen der komplexen Figuren, die er zeichnet.
die Grauschattierungen, die er malt. Niemand ist nur gut und böse. Es gibt sympathische Menschen unter den Missionaren und unsympathische unter den Afrikanern und andersrum. Die Menschen sind komplex und echt und ihre Beziehungsgeflechte genauso. Außerdem liebe ich die Sprache in diesem Buch, auf die ich auch gleich nochmal zurückkommen möchte, die ganz, ganz wundervoll ist. Und die Art und Weise, wie er mich als Leserin fordert, mitzudenken, wie er Fragen stellt und mich auffordert, meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Das alles führt dazu, dass ich absolut nachvollziehen kann, warum das hier als Weltliteratur gilt. Die Sprache in diesem Buch fand ich mitunter wirklich wunderschön, fast schon poetisch. Chinua Achebe versteht es, beim Schreiben alle Sinne anzusprechen, sodass wirklich ein sinnliches Leseerlebnis entsteht, kann man sagen. Also ob das der heiße Sand ist, den man unter den Fußsohlen spült, ob das die rhythmischen Trommelschläge sind, die man hört, ob es das Licht ist, das durch die Blätter der Palmen fällt oder Essen, es wird auch immer viel von Essen berichtet. Also man erfährt dieses Buch wirklich mit allen Sinnen. Und ich habe mir überlegt, ich mache vielleicht mal etwas, was ich sonst nie mache. Ich lese euch einen Absatz einmal vor, um euch eine kleine Geschmacksprobe von dem Schreibstil zu geben, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, wovon ich spreche. Das geht auch ganz schnell. Wir sind hier auf Seite 146 und die Regenzeit beginnt gerade. Und schließlich kam er, der Regen. Er setzte plötzlich und mit großer Gewalt ein. 2 bis 3 Monde lang hatte die Sonne an Macht zugenommen, bis ihr Atem wie Feuer die Erde bestrich. Das Gras war längst versenkt, der Sand unter den Füßen heiß wie glimmende Kohle. Immergrüne Bäume trugen Mäntel aus braunem Staub. Die Vögel in den Wäldern schwiegen, die Welt lag keuchend unter der lebenden, pulsierenden Hitze. Und dann ein Donnerschlag. Es war ein zorniger, metallischer, durstiger Schlag, gänzlich anders als das tief rollende Grummeln der Regenzeit. Ein mächtiger Wind erhob sich und füllte die Luft mit Staub. Palmen schwankten und ihre Wedel wurden vom Wind zu fliegenden Federbüschen geformt, seltsamen und unwirklichem Kopfputz. Als der Regen endlich kam, fiel er in jenen großen, festen Tropfen gefrorenen Wassers, die die Leute Nüsse aus Himmelsnass nannten. Sie waren hart und taten, wo sie fielen, dem Körper weh, doch die jungen Leute rannten umher, lasen freudig die kalten Nüsse auf und warfen sie sich in den Mund, damit sie schmolzen. Ich hoffe also, dass ich euch ein bisschen neugierig machen konnte auf Alles zerfällt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Roman schon kanntet oder ob er ganz neu für euch war. Der Vollständigkeit halber sollte ich noch erwähnen, dass Chinua Achebe 2 weitere Bücher geschrieben hat, die sich auch mit der Igbo-Kultur und den Umwälzungen im Zuge der Kolonialisierung beschäftigen. Und diese 3 Bücher, wovon das hier dann das erste wäre, werden oft auch als Trilogie bezeichnet, mit dem Namen African Trilogy oder eben Afrikanische Trilogie. Das der Vollständigkeit halber, die anderen beiden habe ich jetzt aber noch nicht gelesen. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr Lust, noch ein paar weitere Videos der Klassikerwoche zu schauen. Ich werde euch alle Infos zur Klassikerwoche in die Infobox packen. Und ich hoffe, es geht euch gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.